Was versteckt sich wohl heute in Türchen Nummer 9? Was Fruchtiges? Ich würde jetzt sagen, was Altes. Das passt irgendwie nicht zusammen, ne? Eine getrocknete Orangenscheibe. Wie ihr seht, sie strahlt keine fröhlich-sommerlichen Farben aus, wie ein frisch gepresster Orangensaft. Nein, sie ist ein bisschen angetrockneter, ein bisschen dunkler, ein bisschen bräunlicher. Und wie ihr das macht, das zeige ich euch jetzt. Wir brauchen etwas Rundes. Nö, wir malen heute nichts Rundes vor, denn eine Orange ist auch nicht perfekt rund. Ja. Also das kann ruhig ein bisschen krumm sein. Ein bisschen dellig, muss nicht perfekt rund sein. Dann kommt hier die Schale. Und ja, so würde ich das tatsächlich erstmal belassen. Obwohl, wir können ja eigentlich hier, der weiße Kern. So. Und ja, wer schon mal getrocknete Orangen, ich habe hier ein paar getrocknete Orangenschalen, schaut mal. Die sind aber auch schon ein bisschen älter. Heißt aber nicht, dass die nicht mehr zu Dekozwecken gut sind. Aber so richtig frische getrocknete Orangenscheiben sind halt nun mal einfach dunkler als normale Orangen. Ne? Das ist ja ganz klar. Und hier noch ein bisschen. Hier. Und deswegen wird es kein schönes, helles, sommerliches Orange, sondern es geht so ein bisschen mehr ins Braune rein. Und wir fangen aber trotzdem an hier mit der Farbe, sagen wir, Indisch-Gelb. Und ich habe hier schon so ein bisschen Braun in meiner Mischpalette drin. Da gehe ich jetzt mit dem Indischgelb rein. Ich würde auch erstmal empfehlen, ein helles Braun zu nehmen. Fangt immer ein bisschen heller an, bevor ihr dunkler werdet. So, und mit diesem hellen, ja, mit diesem bisschen Braun, ganz wirklich kleines Ticket Braun und Indischgelb, fangen wir jetzt erstmal an, die Schale zu machen. Hier so einen ganz kleine Linie frei. Dann lass mal den Rest aus. So, das lass mal trocknen. Jetzt gehen wir dann noch ein Ticken dunkler ran. Und da gehen wir, was nehmen wir denn? Ein ganz klitzekleines Umbra gebrannt. Gar nicht viel. Und echt gelb-dunkel. Was für mich zwar aussieht wie orange, aber egal. So, ein bisschen Wasser noch ran. Sind auf jeden Fall schon dunkler als vorher. Und jetzt, ich habe mir hier meine Dreiecke mit einem normalen Bleistift vorgezeichnet. Das heißt, ich sehe jetzt auch, wo diese ganzen einzelnen Orangenstückchen oder Mandarinstückchen, was auch immer man das nimmt, sind. Und da gehe ich jetzt ein bisschen dunkler ran.
So, na, das sieht doch alles schon so ein bisschen angetrocknet auch aus, ne? Also auch von der Art der Orange her. Und dann werde ich noch mal, warte mal, zum Beispiel mache ich mit denen noch einmal das Dunkelgelb hier. Gehe ich jetzt noch mal am Rand. Und dann fehlt hier nur noch eins und das ist die hier weiße Farbe und ja, das machen wir direkt. So. Und da haben wir dann auch schon eine getrocknete Orangenscheibe. Und man könnte jetzt noch ein bisschen mit ein bisschen Braun noch rangehen. Zu geben, aber auch relativ unregelmäßig. Sieht auf jeden Fall weniger frisch aus. Das schneiden wir jetzt wie immer aus. Fertig ist die Orangenscheibe. So, also, ihr kennt das Prozedere ja mittlerweile. Wenn ihr das in den sozialen Medien teilt, gebt doch bitte meinen Hashtag, jetzt wollte ich gerade Sonntags mit Lillis sagen. Nein, wir sind nicht bei Sonntags mit Lillis, wir sind bei Lillis Adventskalender 2021. Und wenn ich das sehe, dann werde ich das auf jeden Fall teilen. Und ja. Hoffe, dass ihr jetzt schon ein paar kleine Anhänger habt, mit denen ihr so richtig viel Freude habt, weil die einfach total schick aussehen. So, habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen. Tschüss.